Ich zeige Ihnen, wie Sie mit OneNote arbeiten können. Mein Name ist Pirmin Lehner. Starten Sie hier OneNote. Bevor ich OneNote nutze, melde ich mich hier oder dann, wenn ich eine neue Datei beginne, eben hier an mit Anmelden. Ich tippe meine E-Mail-Adresse ein, klicke auf Weiter. Und wenn Sie dann angemeldet sind, dann sehen Sie hier Ihren Namen. Warum mache ich das? Das ist praktisch, so kann ich wirklich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Und genau das will ich. Wir haben ein Projekt und hier in diesem speziellen Notizbuch will ich sämtliche Notizen und Bilder und Mails und Excel und alles will ich hier sammeln. Ich starte mit einem neuen Notizbuch. Ich klicke auf Datei. Und ich will das tatsächlich in der Wolke speichern. Hier gehe ich auf die Sluts-Wolke. Ich durchsuche diese Wolke und sage hier bei diesem Ordner, den ich schon erstellt habe, ich möchte gerne die Datei Turnfest erstellen. Das ist natürlich jetzt kein Word oder Excel, sondern eben eine OneNote-Datei erstellen. Und sofort ist das Notizbuch erstellt und ich könnte es bereits jetzt freigeben für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das will ich im Moment nicht, jetzt nicht, ich mache das später. Was sehe ich hier? Hier links ist das Notizbuch. Ich kann also verschiedene Notizbücher haben. Dann habe ich hier diese Register. OneNote nennt diese Abschnitte. Und für jeden Abschnitt kann ich hier mehrere Seiten hinzufügen. Ich starte einmal. Ich mache einen Rechtsklick auf diesen Abschnitt, benenne diesen um auf Eröffnungsfeier. Sofort befinde ich mich hier auf der ersten Seite. Die hat noch keinen Titel. Ich schreibe doch hier einen Titel, Ablauf. Der wird hier rechts automatisch übernommen als Seitentitel. Ich mache eine Zeilenschaltung und kann nun sofort mit Texten beginnen. Zum Beispiel Mail von Christoph. Das ist sofort ein Textelement. Ich kann das irgendwo hinstellen. Das heißt, es ist objektorientiert. Ich kann weitere Objekte dazufügen. Ich möchte jetzt zum Beispiel eben das Mail von Christoph hier einfügen. Ich habe hier Outlook bereits geöffnet. Ich packe das Mail, also den Text, ziehe den Text des Mails hier zu OneNote, lasse wieder los und sofort ist das Mail in OneNote. Im Moment ist es in denselben Textcontainer gerutscht, den ich vorhin erstellt habe. Wenn ich das nicht möchte, kann ich hier einfach diesen Text nochmals packen und zum Beispiel hier auf die Seite stellen, dann sind das zwei verschiedene Textcontainer. Ich habe in diesem Mail noch zwei Anhänge erhalten. Erstens hier ein Word, Eröffnungsfeier. Ich packe hier diesen Mail-Anhang, trage den zu OneNote und jetzt werde ich gefragt, soll das einfach nur ein Anhang sein, wie bei Outlook, oder soll der ganze Text gerade erscheinen? Ich sage mal Datei einfügen, dann ist hier einfach nur gerade dieses Dateisymbol. Ebenso läuft das natürlich mit einem PDF. Ich trage hier das nach links. Das soll nur als Datei hier angefügt werden. Hier ist es und jetzt habe ich alles wunderbar gebüschelt. Wenn ich das aber sehen möchte, was hier drin steht, dann packe ich dieses Word, trage es ins OneNote und sage, ich möchte einen Ausdruck einfügen. Ich klicke hier auf Ausdruck einfügen. Es dauert einen Moment. Und hier ist der ganze Ausdruck. Ich mache das nun mal ein bisschen größer. Das ist wie ein Foto dieser Word-Datei. Das ist nun ein Abschnitt, eine Seite. Wenn ich hier bei diesem Abschnitt eine weitere Seite hinzufügen will, dann klicke ich hier auf Plus,
gebe dieser neuen Seite einen anderen Namen und hätte hier eine weitere Seite. Natürlich, wenn hier 20 Seiten zu diesem Abschnitt stehen, dann wird das wiederum unübersichtlich. Man könnte dann auch eine Seite hier packen, ein bisschen nach rechts ziehen, dann wäre das wieder eine Unterseite dieser Seite. Oder man kann das auch hier bei diesem Pfeil hier zuklappen, dann hat man einen wunderbaren Überblick. Wenn man einmal zu viele Abschnitte hat, denn hier kann ich auch einen neuen Abschnitt dazufügen. Dieser Abschnitt hat wiederum viele Seiten und irgendwann hat man zu diesem Turnfest einfach zu viel Material, dann kann man hier nicht nur einen Abschnitt hinzufügen, sondern mit einem Rechtsklick eine ganze Abschnittgruppe dazufügen und kann dann diese Abschnitte hier wiederum gruppieren. Nun bin ich fertig, ich habe hier 10 solche Abschnitte, 20 Seiten pro Abschnitt und jetzt möchte ich ja mit jemandem zusammenarbeiten. Ich klicke hier links auf mein Notizbuch. Stimmt, man kann nur ganze Notizbücher freischalten. Ich mache einen Rechtsklick und ich sage, ich möchte dieses Notizbuch freigeben und sage nun, für welche Person. Ich füge hier ein Mail ein, hier eine Notiz und gebe diese Datei frei. Natürlich muss ich vorher noch überlegen, was darf denn mein Partner, darf diese Person mitarbeiten, also alles ändern, oder kann sie meine Datei nur ansehen. Das war's.